Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Star Wars The Skywalker Saga. Wollen wir dann mal los? Und lehnt euch nur zurück, bald seid ihr am Ziel. Es geht wieder zum Senatsgebäude, da Yoda jetzt nochmal versucht, Palpatine zu stellen. Hi. Komm. Nee, so. So, und tschüss. Okay. Keine Ahnung, was das bringt. Aber egal. Showdown im Senat. Level starten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Folge dann... Ah ja. Meister Yoda. Ich habe vernommen, einen neuen Schüler ihr habt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber Darth Sidious nennen? Wie das sich da im Hintergrund da wegschreit. Wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Ich fand mit der Orgel geil. Am Ende eure Herrschaft ist und nicht kurz genug sie gewesen ist. Ganz genau. Ich habe unbegrenzt. Muss ich einmal sagen, dass Sidious hat es geschafft, gegen drei Jedis gleichzeitig zu kämpfen. Also der Typ ist nicht schwach. Verbindung zur dunklen Seite. Einfluss auf die Macht schwächen wir müssen. Pass auf, geht in Deckung, Meister Yoda. Geschockt von meiner Macht. Kann ich mal bitte... Danke. Oh. Autsch, unangenehm, ey. Nur einen Moment. Ja, lässt nach. Jetzt müssen wir angreifen. Hi. So, du willst Klatsche, habe ich gehört. Komm. Hoppala. Hey, einmal ab. Komm. Einfach weiter. So elektrisiert diese Begegnung auch sein mag. Ihr seid kein Gegner für mich, Meister Yoda. Euren Schüler mitbringen, ihr hättet sollen. Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht. Meister Yoda, ich kann mich nicht bewegen. Mhm. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Darth Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns beiden. Vertrauen in eure neuen Schüler etwas leichtfertig sein mag. Wie auch euer Vertrauen in die dunkle Seite der Macht. Es ist noch nicht vorbei. Ganz und gar nicht. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Nicht einen Moment der Ruhe wir ihm geben werden. Okay, da ist noch was. Also nicht ein Moment der Ruhe ist gerade... Naja, gerade ist viel Moment der Ruhe. Oh. Da ist noch einer. Sehr schön.
Ist hier unter... Unter mir? Wo ist hier noch... Ah, okay. Fuck. Ah. Fuck. Falsche Richtung. Ey, komm. Mobbing. So. Da sehe ich gerade nichts. Da habe ich gerade keine Ahnung, wie ich da vernünftig rüberkomme. Warte mal, kannst du? Nee, du kannst auch nicht so weit springen, oder? Nee. Fuck. Oh, fuck. Ich weiß leider wirklich nicht, wie ich da rüberkomme. Mit der Macht komme ich da auch nicht hin. Schade. Gut, dann muss ich den Kampf wohl weiterführen. Hi. Oh, hier. Fliehen, verstecken, ablenken. Ein Feigling ihr geworden seid. Es muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen. Ihr seid nicht geschockt von meiner unbegrenzten Macht, Meister Yoda! Ah! Wir müssen hier runter, jetzt! Scheiße, da komme ich nicht weiter. Hi. Einmal ein bisschen. Taifu, eure Unterstützung ich brauche. Hopp. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Damit ist das auch durch. Hör zu. Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut. Nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Aha. Und was wäre in dem Falle das Schlimmste? Okay, hi. Vertraut mit seiner Umgebung, er geworden ist. Na los, Meister Yoda, wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Hi. Seht die wahre Macht der dunklen Seite. Okay. Halt Jedi, finde ich auch schön. Okay. Gruppen, schließt eure Mission ab. Eliminiert diesen Jedi. Verstanden. Es kommen weitere Truppen. Mhm. Kein Problem. Die Truppen sind nicht so problematisch für mich.
hi. Lebewohl, Jedi. Ins Exil gehen, ich werde müssen. Oh, der arme Yoda. Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. Ich finde es immer noch interessant, dass sie sozusagen das rausgelassen haben, dass Anakin halt alle Jedi-Schüler umgebracht hat. Einfach, er hat einfach alle Padawane gekillt. Padme sollte noch in ihren Gemächern sein. Seid wachsam. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Yep. Organa. 66 Truppen, schnapp sie! Hi. Money. So, sehr gut. Hey, müsst ihr irgendwohin auf den Planeten fliegen? Jupp, und zwar zum Wurmbezirk Ost. Reise! Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Okay, klingt ja mal sehr schön. Zurück. Ich kümmere mich darum. Wohin muss ich hier gerade nochmal? Ach, da hin. Gut. Dann würde ich sagen, bringen wir das hier auch mal langsam halt, zu Ende. Baby. Hi. So. Ah, stimmt, bald kommt noch die legendäre Szene mit "Ich stehe über dir". Das sieht ja auch aus hier mit der Garderobe. Habe ich hier schon? Ja. Ah ja, stimmt. Ich weiß wieder, was passiert. Padme, oh. Wisst ihr, wo Anakin ist? Nein. Palpatine ist der Sith-Lord, nach dem wir gesucht haben. Anakin ist ein neuer Schüler geworden. Ich glaube euch nicht. Ich muss ihn finden. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Oh. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafar. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Ich habe angeordnet, dass mein Schiff zum Abflug vorbereitet wird. Wir müssen sofort zum Landeplatz gehen. Wenn das, was Meister Kenobi sagt, wahr ist, würde ich vorschlagen, dies den überaus fähigen Jedi zu überlassen. Nein, ich muss selbst mit Anakin sprechen. Obi-Wan ist sicher durcheinander. Hm.
Leider ist Obi-Wan nicht so sehr durcheinander. Aber naja. Gut, dann auf ins Mustafa-Gebiet. Nee, Mist. Hier nicht. Dum 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 dum. Das finde ich halt auch irgendwie lustig. Ein neuer Sch- Hui. Das Ding sieht irgendwie auch etwas sehr breit aus. Das finde ich, das klingt irgendwie niedlich, wie der schießt. Komm. Einmal hier den hier. So, Coruscant Across. Dann, da ist ja auch noch was. Ist das wieder ein Kopfgeldjäger oder den gleichen? Jo. Hör mal, dieser Druide braucht doch gar nicht alle seine goldenen Schiffe, oder? Das hier ist jetzt meins! Das kriegst du nicht! Ich schon wieder. Du machst es mir zu leicht. So kriegst du mich nie. Ich weiß echt nicht, was hier mit diesem Kopfgeldjäger abgeht. Aber naja. Hauptsache ich krieg ihn down. Der Rest ist mir relativ egal. Komm. Ich liebe Verfolgungsjagden. Vor allem wenn ich. Und gewonnen. Halt. Eins von fünf, mhm. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall erstmal auf die Galaxis-Karte. Utapu ist auch noch was, mhm. Aber wir müssen jetzt erstmal nach Mustafa reisen. Wir haben erst relativ wenige Planeten freigeschaltet. Obwohl, wahrscheinlich haben wir ungefähr ein Drittel der Planeten freigeschaltet, würde ich mal vermuten. Ist jetzt einfach mal so eine Vermutung, weil wir ein Drittel der Story fast durch haben. Okay, hoffentlich fängt sich das wieder. Weil gerade ist sehr ruckelig. Jupp, jetzt hat das wieder. Hui. Hui. Das ist definitiv Mustafa. Aber. Wo könnte Meister Anakin sein? So, was ist jetzt mit... deutlich über dir. Ja, das ist schon... Komm. Na toll. Ach du, dieser Druide bemerkt doch gar nicht, wenn ein goldenes Schiff fehlt, oder? Oder? Hm. Ich verdrück mich lieber. Hey, da drin war alles, was ich jemals gestohlen habe. Ach, darum hast du es zerstört. Verstehe. Hm.
Ich habe keine Ahnung, was da mit dem Ding ist, aber ich habe ihn jetzt schon mehrfach zerstört. Komm. Geht doch. Mal 5? Ich kriege die Dinger inzwischen mal 5? Warte. Ah ne, da sind 5 drin, deshalb, okay. Aber das, wenn da 5 drin sind, dann möchte ich das eigentlich ganz gerne nochmal nutzen. Nehme ich hierfür jetzt, nehme ich einmal. So. Damit habe ich das auch. Okay, Level starten noch nicht, denn in dem Falle setze ich jetzt erstmal nochmal wieder einen Cut. So. Jetzt einmal drehen, wo... Fuck. Da. Jetzt muss ich da nochmal rein. Ja. Jetzt Level starten. Also Mustafa ist nur ein Level und keine in Anführungszeichen offene Welt, die ich erkunden kann. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt? Ich habe der Republik Frieden gebracht. Gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind! Ups. Leichte Probleme. Oh. Der Kampf ist so großartig. Ich werde tun, was ich tun muss. Dann versucht es. Ja, jetzt wo. Einmal bestätigen, Komm. Der Kampf ist so großartig im Film. Oh, wie da die zwei Androiden da sind. Anakin, warte! Gib mir einen Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Hm?
Hi, ihr da. Was immer da mit euch ist. Ich mach hier mal kurz das hier. Oh, Bastroide. Die sind doch Bastroiden, oder? Die sind kleinen Maus. Oder hießen die Maus-Droiden? Keine Ahnung. Oh. Shit. Ah, hier kann ich. Komm, einmal. Danke. Okay. Was bringt mir das jetzt, dass ich das gemacht habe? Ich habe gerade keine Ahnung, was mir das bringt. Verstehe ich den Sinn von dieser Aktion nicht, der ganz dichter gemacht habe. Na gut. Hier geht's da links weiter. Gut, dann würde ich sagen, dass ich vorher... Oh, der Kuchen. Dass ich vorher mal schaue, dass ich hier... Okay, wie komme ich daran am besten? Die Droiden wurden ja auf jeden Fall abgeschaltet. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Ich versuche mal hier einfach ein bisschen. Keine Ahnung, ob ich. Dum 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 dum. Okay, da ist Annie wieder. Das Imperium wird unter meiner Herrschaft erblühen, aber ihr werdet es nicht mehr miterleben. Okay, ich möchte eigentlich noch nicht weiter.
Ich möchte eigentlich erstmal zurück. Oh, das ist schon geil. Ja. Etwas die Kontrolle kaputt gemacht. Komm. Palpatine hat deine Gedanken vergiftet, Anakin. Komm. Hopp. Danke. So. Einmal wieder den Spaß hier. Sobald alle Jedi verschwunden sind, werde ich den Imperator stürzen und die Herrschaft über mein neues Imperium übernehmen. Anakin! Ja, schön. Wir müssen ihn aufhalten und zu Miss Padme zurückkehren. Natürlich. Gehen wir und finden die manuelle Überbrückung. Ah, sehr schön. Damit habe ich das hier zumindest auch. War er Jedi schon mal? IPO, dieses Terminal, schnell! Verzeihung, die Tür. Wir sind sofort da. Wie benutze ich... Hä? Keine Ahnung, was da mit den Dingern ist. Ich kann hier aber nichts weiter mitmachen gerade. Vielleicht brauche ich hierfür einen Schurken, um das zu machen. Hier komme ich gerade auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, ich muss... Hi. So, 3PO, komm mal. Einstecken und mal einfach... schönen Weg ausschneiden. Hi. Hier irgendwas noch? Das finde ich arschig. Hi, Annie. Die Jedi haben mich verraten. Sie haben die Republik verraten. Sie haben es verdient. Du hast diesen dunklen Lord gestattet, dich zu manipulieren. Und weiter geht's. Hui! Anakin, bitte! Du musst das nicht tun! Okay, lass mal. Bom, 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 bom. Einmal hopp. Aha, R2 kann ich bauen. Hi. Komm.
Es ist schon geil inszeniert, muss ich sagen, der Kampf gerade. Hi. Komm. Ich habe an dir versagt, Anakin. Ich habe an dir versagt. Ich hätte wissen müssen, dass die Jedi die Herrschaft übernehmen wollen. Du warst wie ein Bruder für mich. Alter, das ist schon geil inszeniert gerade. Also... Das ist schon so ziemlich mit das coolste Level, was die... Was die hier bislang... hatten. Hopp. Und wieder runter, war ja klar. Das heißt, es geht weiter nach oben. Komm, hopp. Anakin, Kanzler Palpatine ist das Böse. Nach meiner Meinung sind die Jedi das Böse. Na, dann bist du verloren. Oh, es ist so gut. Was macht der denn da? Ihr unterschätzt meine Macht! Anakin, versuch es nicht! Oh, R2, ich kann nicht hinsehen! Komm. Okay, hi. Dann muss ich da wieder mit euch rüber. Yay, cool. Damit habe ich zumindest nochmal wieder einen weiteren. Mal sehen, was das jetzt macht. Oh. Es muss nicht auf diese Weise enden, Anakin. Oh. Mir fällt gerade auf, die eine wichtige Szene haben die hier auch komplett ausgelassen in dem Spiel. Und zwar gibt es eine Szene, wo halt der Kanzler Palpatine weitere Sondervollmachten bekommt. Ich bin der Meinung, das ist im dritten Teil und Padme dann sagt, so geht die Republik zugrunde. Im tosenden Applaus. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch. Was ist aus?
Das wäre aber sehr hart abgecuttet, das Ganze. Noch ein Mitgeben, sehr schön. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Plop, plop. Getrennt sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie, du ihn schickst. Luke. Warte, ist das ein Brathähnchen? Oh, diese Szene ist so genial. Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zorns nicht. Ah, die Rache des Sith. Mein absoluter Lieblings-Star Wars-Teil. Das war ein geiles Level. Auch ein guten bisschen Cash gegeben noch. Reinschleichen. Naja, immerhin zwei Minikits. Anakin angeguckt, klingt ja auch schön. Damit haben wir die Geschichte der Republik abgeschlossen. Und als nächstes kommt dann die Geschichte der Rebellion. Zumindest wenn da... Wenn das Spiel nicht gerade jetzt abgeschmiert ist. Okay, doch. Es hat sich wieder. So. Die Rache des Sith ist abgeschlossen. 63%. Interessant, dass ich die Rache des Sith sogar am meisten geschafft habe bisher. Als nächstes kommt dann eine neue Hoffnung. Aber nicht mehr in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.